Es war ein ganz entscheidender Tag, der 9. November, weil da hat sich zum ersten Mal die Bevölkerung wirklich erhoben gegen dieses Regime der Habsburger, das sie in einen blutigen Krieg hineingetrieben hatte, der insgesamt 17 Millionen Menschenleben gekostet hat, ein jahrelanges Schlachten. Und die Menschen hatten es einfach satt und haben deutlich gemacht, wir lassen uns das nicht mehr bieten, wir lassen uns nicht mehr auf die Schlachtfelder treiben. Wir sagen, hier ist Schluss und immerhin diese alte Elite, diese machthabende Monarchie, zumindest die, konnte gestürzt werden. Und ich denke, das war ein ganz wichtiges Zeichen in der deutschen Geschichte, dass das gelungen ist damals. Weltkrieg ist damals nicht ganz so ungewöhnlich anders begründet worden als ganz viele Kriege danach. Schon damals haben die Machthabenden natürlich nicht gesagt, wir ziehen in den Krieg für Profite, für Rohstoffe, für Einflusssphären, sondern schon damals hieß es als eine der Legenden, es sei doch die Demokratie, die verteidigt würde gegen den russischen Zarismus. Das war einer der Begründungen dieses Krieges und auch einer der Gründe, warum man damals dieses Hochrüsten, was man ja vor dem Krieg gemacht hat, womit man es begründet hat. Und ich denke, die Parallelen zu heute, die sind erschreckend. Wir erleben wieder eine Hochrüstung, wir erleben wieder eine Konfrontation. Und ich finde, es darf nicht wieder so sein, dass man erst aufsteht, wenn es zu spät ist und viele Menschen darunter gelitten haben. Und deswegen sagen wir heute, Schluss mit dieser Rüstungstirade, Schluss mit diesen Kriegsvorbereitungen, Schluss mit diesen Waffenmodernisierungen. Das brauchen wir alles nicht. Wir wollen Frieden und wir wollen auch ein gutes Verhältnis zu Russland und ein gutes Verhältnis zu all unseren Nachbarstaaten und auch dafür eine andere Regierung, die dafür einsteht. Die damalige Revolution, sie war eine abgebrochene Revolution. Sie war eine Revolution, die am Ende auch sehr viel Blut gekostet hat, nämlich derer, die da weitergehen wollten und die tatsächlich eine echte Demokratie wollten, und zwar Demokratie auch, wenn es um die Machtpositionen geht in der Wirtschaft, und wollten dort auch etwas ändern. Da wurde diese Revolution abgebrochen, am schlimmsten dann eben auch in dem Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und dass diese Revolution so geendet ist, das war natürlich von vornherein ein Zeichen dafür, dass die Weimarer Republik auf ganz wackeligen und tönernen Füßen stand. Es ist bekannt in der Geschichtsschreibung, sie wurde immer genannt, eine Demokratie ohne Demokraten. Und das war ja auch tatsächlich der Fall. Die alten Machthaber, die alten Eliten, das alte preußische Militär und die alte preußische Adel, sie hatten unverändert entscheidende Machtpositionen in der Wirtschaft, aber teilweise auch im politischen Apparat. Und das waren Leute, die wollten nie Demokratie. Und natürlich haben sie diese Demokratie auch von Anfang an bekämpft. Aber dass die Weimarer Republik gescheitert ist, dass sie geendet ist, in diesem grauenhaften, barbarischen, verbrecherischen Regime, das die deutsche Geschichte je gesehen hat, nämlich in der Hitler-Diktatur. Das hatte natürlich nicht nur damit zu tun, dass man die Machtpositionen denen überlassen hat, die sowieso keine Demokratie wollen, sondern es hatte auch damit zu tun, dass die Menschen erlebt haben in der Weimarer Republik, dass sich für sie sozial nicht wirklich etwas verbessert hat. Im Gegenteil. Als dann die Wirtschaftskrise ausgebrochen ist, als dann tatsächlich die sozialen Kontraste noch schlimmer wurden, als gehungert wurde, als dann ein Kanzler Brüning noch radikale Sparprogramme durchsetzte, da haben natürlich ganz viele Menschen jeden Glauben an die Demokratie verloren, weil sie das Gefühl hatten, wir können zwar jetzt wählen, wir haben ein allgemeines Wahlrecht, aber es wird gar nichts gemacht in unserem Interesse. Und das war ja im Grunde die Saat, auf der dann die Nazis ihren Einfluss aufbauen konnten. Weil wenn Menschen sich von der Demokratie abwenden, weil sie das berechtigte Gefühl haben, da wird eine Politik gemacht für Wirtschaftsmächtige und für die Reichen und nicht für uns, dann ist das immer eine Chance für rechte Bewegungen und für Nazis sowieso. Und deswegen finde ich, wenn wir darüber nachdenken, über die Geschichte der Weimarer Republik, und über das Ende der Weimarer Republik, dann muss uns das eine Mahnung sein, dass wir nicht uns abwenden können mit dieser Politik, die wir heute haben, die wieder das Land spaltet, die wieder Arm und Reich auseinandertreibt.
natürlich der 9. November 1989. Das ist der Tag, an dem Mauern gefallen sind. Ja, und es ist der Tag, an dem der Beginn war, dass Deutschland wieder vereinigt werden konnte. Aber die Mauern, die damals gefallen sind, das waren die, die unser Land geteilt haben zwischen Ost und West. Heute haben wir wieder Mauern. Wir haben wieder Mauern in diesem Land, weil wir haben kein einiges Land, sondern wir haben ein Land, wo sich Mauern zwischen unten und oben immer mehr verfestigen, wo es immer weniger Chancen für die gibt, die arm geboren sind, dann wirklich auch mal einen guten Wohlstand zu erreichen. Und das ist das Ergebnis der Politik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Dadurch ist es immer wahrscheinlicher, dass jemand, der arm geboren ist, arm bleibt. Und jemand, der reich geboren ist, der bleibt auch reich. Das haben wir gerade wieder in einer Studie der Böckler Stiftung belegt gesehen. Und da sage ich, das ist keine offene, freie Gesellschaft, wo soziale Mauern die Menschen trennen, wo die Wohngebiete immer mehr sich separieren. Auf der einen Seite wohnen eben die, die wohlhabend sind. Auf der anderen Seite gibt es soziale Brennpunkte. Da wohnen die, denen es schlecht geht. Und da sind auch gleich die Schulen so schlecht, dass man da sowieso nicht rauskommt. Ich will keine Politik, die diese Mauern in unserer Gesellschaft immer mehr verfestigt. Und genau das wurde in den letzten Jahren gemacht. Seit der Agenda 2010 sind die Mauern höher geworden. Und seitdem wird dieses Land immer tiefer sozial gespalten. Weil wir haben heute wieder im Bundestag, am Schluss der Zeremonie und am Schluss des Gedenkens, haben wir wieder gesungen alle, oder zumindest ein Großteil des Bundestages, Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit. Ja, wer ein einiges Land will, der muss die soziale Spaltung überwinden. Wer nicht will, dass rechte Rattenfänger immer stärker werden, der muss alles dafür tun, dass sich Menschen auch von der Politik vertreten fühlen, von dem, was Regierungspolitik in diesem Land ist. Das ist doch der Kern. Nur dann eine Herrschaft des Rechts, wenn auf der einen Seite, ja, für die normalen Leute, da gilt das Recht, aber auf der anderen Seite gibt es kriminelle Bankster, die über Jahre hinweg zum Beispiel mit Cum-Ex-Geschäften den Steuerzahler um 32 Milliarden Euro prellen und die Bundesregierungen wissen es und sie gucken zu und sie machen nichts. Schlimmer noch, sie machen noch ein neues Bankengesetz, was sie sich von den Banken schreiben lassen. Das ist doch kein Recht. Das ist doch Unrecht, was da regiert. Und dann nehmen wir diese ganzen Steuerskandale generell auch bei den Unternehmen, wo es irgendwie zum guten Ton gehört, dass man gerade, wenn man besonders viel verdient, möglichst wenig an die Allgemeinheit abgibt. Auch da wird einfach zugeguckt. Oder nehmen wir solche Fälle wie den Dieselskandal. Da ist Betrug, da ist tatsächlich Betrug stattgefunden. Und wer wird haftbar gemacht? Wer wird tatsächlich zur Verantwortung gezogen? Niemand. Das heißt, auch das Recht ist zweigeteilt in diesem Land. Und ich finde, so kann es nicht weitergehen. Und deswegen haben wir Aufstehen gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen ein einiges Land und wir wollen das Recht für alle gehen. Soziale Mauern einreißen will. Es ist doch gar nicht so schwer zu begreifen, was man dann tun muss. Ich meine, einer der wichtigsten Bereiche, der eine soziale Mauer darstellt, ist der riesige Niedriglohnsektor. Den gab es früher gar nicht. Der ist doch erst entstanden durch diese ganzen Arbeitsmarktreformen. Dadurch hat man doch das alles erst in die Wege geleitet, was auf dieser Mauer dort auch steht. Leiharbeit zum Beispiel gab es früher nie in dieser Dimension, weil es gar nicht rechtlich möglich war. Das heißt, das hat die Politik, hat da den Lohndrücker den roten Teppich ausgerollt. Oder diese vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse, diese vielen Niedriglohnjobs. Das ist doch alles politisch gemacht. Das ist das Ergebnis von Schröder, von Merkel, von all diesen Jahren Regierungspolitik, wo immer wieder die Interessen großer Lobbyisten sich durchgesetzt haben und eben nicht die Interessen der Beschäftigten. Und deswegen sagen wir, wir stehen auch für eine Regierung, die einen wirklichen Neubeginn bedeutet, die diese Mauern einreißt, indem sie ganz klar sagt, wir schaffen wieder Regeln am Arbeitsmarkt, dass Menschen ordentlich bezahlt werden und dass das zentrale Wohlstandsversprechen wieder eingelöst wird. Wer sich anstrengt, der muss auch zu Wohlstand kommen können und nicht in miesen Jobs
mit schlechten Löhnen sein Leben fristen müssen. Das ist eine völlig inakzeptable Situation. Dagegen stehen wir auf und das wollen wir beenden. Und das Gleiche gilt auch für den Sozialstaat. Der Sozialstaat ist doch nicht verschwunden. Der Sozialstaat ist auch nicht durch die Globalisierung überwunden worden. Der Sozialstaat ist politisch zerschlagen worden. Sie haben doch die Renten immer mehr gekürzt. Jetzt wundern Sie sich, dass die Altersarmut steigt. Ja, wenn ich die Renten kürze und wenn ich den Leuten sage, sie sollen noch ihre paar Groschen, die sie verdienen, irgendwelchen Finanzhaien in den Rachen werfen, das nennt sich dann Riester-Vertrag oder Betriebsriester, ja, dann ist doch klar, dass die Altersarmut steigt. Dann ist doch klar, dass da keine Sicherheit mehr da ist. Und deswegen sagen wir auch ganz klar, wir müssen den Sozialstaat wiederherstellen. Wir brauchen wieder eine gesetzliche Rentenversicherung, die trägt und die alte Menschen nicht um ihre Lebensleistung bringt, sondern jedem ein Alter in Würde gewährleistet. Und genauso muss auch gesichert sein, wenn jemand krank ist, dass er nicht abstürzt. Weil das sind die großen Probleme dieser Zeit, dass jeder, der dass er krank ist, sei es, dass er arbeitslos wird, sei es, dass er alt wird, natürlich in die akute Gefahr kommt, arm zu sein. Und wir finden, das ist keine Politik, die demokratisch ist, weil es ist keine Politik für die große Mehrheit. Und wir wollen wieder eine Politik für die große Mehrheit. Dafür stehen wir auf. Merkel Kanzlerin, da wurde gerade die neue große Koalition gezimmert. Ich finde, was sich in den letzten Wochen ereignet hat, das hat nochmal bestätigt, warum es so wichtig war, dass das Aufstehen entstanden ist und warum es so wichtig ist, dass wir noch viel, viel größer werden und noch viel, viel stärker werden. Ich meine, inzwischen ist klar, Frau Merkel wird wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr Bundeskanzlerin sein. Darüber kann man sich auch durchaus freuen, weil die Bilanz ihrer Regierungspolitik ist ein zutiefst gespaltenes Land und eine AfD, die als Oppositionsführer im Bundestag sitzt. Das heißt, insoweit, dass das nicht weitergeht, ist ja gut. Nur, jetzt läuft sich jemand warm als Nachfolger, Friedrich Merz, der nun wirklich als Lobbyist eines der schlimmsten Finanzhaie die ganzen letzten Jahre gearbeitet hat. Und da muss ich mal sagen, das ist nun sicherlich nicht die Lösung, dass die Banken in Zukunft gar keine Lobbyisten mehr brauchen, weil der Oberlobbyist im Kanzleramt sitzt. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Lobbyistenregierung. Und ich finde, das ist einfach ein Trauerspiel, dass es bisher noch nicht die Chance gibt, dagegen wirklich ein Gegenprogramm aufzustellen und einen Gegenkandidaten, der auch wirklich, wirklich Chancen hat. Ich sage mal, ich war nie Mitglied der SPD, aber ich finde das wirklich sowas von traurig, dass diese Partei geradewegs, aber mit vollem Dampf und voller Fahrt auf den Abgrund zurast. Und das Einzige, was ihrer Führung einfällt, ist die Formel, ja, wir dürfen doch jetzt nicht die Richtung verändern. Ja, um Gottes Willen, wo wollen die denn noch hin? Nein, wir brauchen Parteien, die ein Gegenprogramm zu diesem ganzen neoliberalen Irrsinn aufstellen. Wir brauchen eine Bewegung für eine neue soziale Demokratie. Darum geht es doch. Und dafür müssen wir aufstehen. Und deshalb sage ich ganz klar, wir müssen noch größer werden und wir werden weitermachen. Wir haben jetzt unsere ersten Aktionstage gemacht und wir werden auch demnächst natürlich noch mehr vorlegen, damit wir die anderen wirklich treiben können. Ich will nicht zusehen, wie dieses Land nach rechts driftet. Und ich sehe, der Kern dafür ist die soziale Frage. Weil wenn man sich Sorge macht und wenn man wirklich erschrocken ist über das, was an Hass, an Intoleranz, auch an Rassismus heutzutage in Deutschland schon wieder öffentlich geäußert wird, wenn man das beängstigend findet, dann muss man doch die zentrale Frage immer wieder stellen, wo kommt das her? Wo kommt die Wut, der Hass, die Intoleranz her? Wo kommt die Kälte her? Und dann sage ich, das kommt aus der Arbeitswelt selber, da wo Menschen tagtäglich gedemütigt werden, da wo sie in ihrem Job missachtet werden, da wo sie zum Beispiel auch
Da kommt die Wurzel dieses Hasses her und dieser Wut, die sich dann teilweise in wirklich üblen Kommentaren auch in den sozialen Netzwerken Bahn bricht. Und deswegen sage ich, dass dem darf man nicht zusehen. Und wer die Rechtsentwicklung wirklich stoppen will, der muss sich für eine neue soziale Demokratie einsetzen, für eine Regierung, die den Sozialstaat wiederherstellt, die nicht aufrüstet und schwachsinniges Geld dafür verpulvert, neue Panzer anzuschaffen und neue Waffen, sondern die tatsächlich das Geld investiert in gute Bildung, gute Pflege, in ordentliche Wohnungen und die auch wieder ihre Aufgaben begreift und ihre Aufgaben wahrnimmt, die gerade in diesen Bereichen ja auch liegen. Und die sich auch vor allem verabschiedet von dieser völlig irren Ideologie, alles kann dem Markt überlassen werden. Darüber haben ja schon einige vor mir gesprochen. Was ist das für ein Wahnsinn, dass heute in Deutschland diskutiert wird, ob die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern noch ausreicht. Eine Gesellschaft, die überhaupt über die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern nachdenkt, die ist doch krank. Krankenhäuser müssen handeln und die Rendite machen. Und das gilt in ganz vielen Bereichen. Ich habe gerade vor kurzem beim Wohnungsmarkt auch die Zahlen gelesen. Früher haben die Kommunen Wohnungen gebaut und bereitgestellt. Heute wird viel mehr Geld dafür ausgegeben, Menschen sozusagen über Wohnkostenzuschüsse die steigenden Mieten noch irgendwie erträglich zu machen. 17 Milliarden kostet das die öffentliche Hand in Deutschland. 17 Milliarden für Wohngeld und Wohnkostenzuschüsse, mit denen wir faktisch die Renditen der Immobilienhaie finanzieren. Da sage ich doch auch, das Geld für den öffentlichen Wohnungsbau, da ist es nicht angelegt. Mit Wohnungen zu spekulieren. Also es gibt ein ganzes Programm. Es ist gar nicht schwer, ein solches Gegenprogramm aufzustellen. Und wir brauchen jetzt nur politische Kräfte, die das auch umsetzen. Und dafür werden wir kämpfen. Und deswegen sage ich auch jetzt bezogen auf diese Mauer, die wir da aufgebaut haben. Wir alle erinnern uns ja noch, es gab mal einen amerikanischen Präsidenten, der sich da hinten aufgestellt hat, als es noch die richtige Mauer gab. Und er hat damals dann gesagt, an Gorbatschow gerichtet, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Ich sag ausdrücklich jetzt nicht, Miss Merkel, tear down this wall, weil ich weiß, Merkel wird die Mauer, die soziale Mauer nicht niederreißen. Wir werden sie niederreißen. So wie wir sie jetzt hier niederreißen, müssen wir sie auch politisch niederreißen. Wir wollen ein Land, das nicht mehr durch soziale Mauern getrennt ist. Habe ich für euch noch einige Nachrichten. Bitte nicht einfach darüber und wegrennen.